So, meine Freunde, wir reagieren jetzt hier auf ein älteres Video von Marvin California. Warum reagieren wir jetzt auf ihn? Weil ich einfach mal aufzeigen möchte, was diese Leute im Internet immer für einen Blödsinn getalkt haben. Er hat gestern oder so auf Twitter irgendwie aufgemuckt. Ich habe irgendwie Twitch kritisiert, weil die mal wieder natürlich ekelhafte Moves machen. Dann stellt er mir ernsthaft die blöde Frage. Also, Retalk, er hat wirklich gefragt, warum streamst du dann noch auf Twitch? Also wirklich sowas Dummes. Dann antworte ich ihm natürlich. Also eigentlich tue ich das nicht, ne, aber ich habe mir da mal eine Ausnahme gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, für die Reichweite, für was denn sonst, ne? Und dann sagt er, also ist Twitch dein Sugar Daddy. Du bist auf einer Plattform, die du nicht magst. Und ich denke mir so, hä? Du folgst mir auf Twitter, obwohl ich dich nicht mag. Bin ich jetzt ein Unterhaltungs-Daddy oder was? Und überhaupt so dieses Mainstream, ah, Skrulls ist der Unbeliebte, deswegen halten wir da jetzt rein und so. Das ist wirklich unangenehm. Der schwimmt halt komplett mit dem Mainstream mit. Er hat halt keine eigene Meinung. So, ich hoffe, der kommt da irgendwann mal aus dieser Matrix raus. Und er denkt wohl auch, dass er irgendwie im Recht sei, weil die Antipathie mir gegenüber größer ist. Aber argumentativ hat er überhaupt nichts zu bieten. Und warum das so ist, zeige ich euch jetzt mal in diesem Video. Was er danach daraus macht, ist natürlich seine Sache, Leute, ob er mit der Kritik umgehen kann oder nicht. Ich vermute mal nicht, aufgrund der Art und Weise, wie er in diesem Video schon hier damals gesprochen hat. Werde ich euch jetzt aber einmal zeigen und dann let's go, Leute. Kommen wir zu Alpha Kevin, denn was ihm passiert ist, ist ganz und gar nicht süß. Und zwar hat der gute Alpha Kevin, Grüße gehen erstmal raus in den Osten an meinen ostdeutschen Genossen, schon seit geraumer Zeit die Casino-Streamer Skuros und Orange Morange kritisiert für ihren Content, aber auch für ihren Umgang mit konstruktiver Kritik. Der wird. Konstruktive Kritik, ja. 20 Sekunden. Niemand hat ein Problem, Marvin, mit konstruktiver Kritik. Dann hättest du mal richtig recherchiert, statt irgend so ein Bullshit zu talken, hättest du nämlich wissen können, dass das erste Video zum Beispiel, was Alpha Kevin produziert hat, von mir unterstützt wurde, weil das Video Kritik enthalten hat, als auch Aufklärungsarbeit. Die Videos allerdings danach hatten nichts mehr mit dem zu tun. Ja, aber naja, da müsste man ja gegen den Mainstream sein und selber recherchieren. Das kann man ja nicht machen. Ist ja einfacher draufzuhauen, nicht wahr? Geblockt, da wird beleidigt, da wird hinter den Kulissen gepöbelt und noch und nöcher. Ja. Wie das halt so passiert in Streams, hat Alpha Kevin in einem seiner Streams auf ein Video von Skuros reacted und der hat ihn dann einfach mitten im Stream striken lassen. Ja, also er hatte einen Claim rausgeschickt, hat sich sozusagen beschwert, ist in den Stream rein, hat sich da hier dieses ganze Meldeformular da ausgefüllt und so weiter und hat den Alpha Kevin dann striken lassen. Absoluter Ehrenmove. Falls sich einige von euch nicht mehr daran erinnern, wer Skuros ist, das ist dieser junge Mann hier, der zusammen mit diesem jungen Mann, Orange Morange, mit Tanzverbot aneinander geraten ist auf der Gamescom. Auch natürlich wegen dem gleichen Thema, und zwar den semi-legalen Online. Semi-legalen. Ey, hast du was geraucht? Was ist denn semi-legal, bitte? Also entweder etwas ist illegal oder es ist nicht illegal. Was denn für semi-legalen? Was ist denn das für eine Quelle? Säumecke? Oder was ist da bitte deine Quelle? Alpha Kevin? Oh Gott, vor allem, er sagt auch einfach gestrikt. Ah, also ich habe ihn einfach gestrikt, ja. Ey, auch das schon wieder so uninformiert. Es ist so bad. Es ist 1:07 und du kannst das Video wirklich die Toilette runterspülen. Slots, Streams auf Twitch. Nachdem Alpha Kevin gestrikt wurde von Skuros, nachdem Alpha Kevin gestrikt wurde von Skuros, hat er jetzt hier ein Video gemacht. Meine Entschuldigung an Skuros, auf Mimi angelehnt. Wir gehen rein, meine Freunde. Ja, auf Wish Mimi angelehnt. Herr Newstime! So, bester Mann. So, mein Mann, wir haben. Wie er da die Leute zurecht gerückt hat und am Schlawittchen gepackt hat, in diesem Fight war einfach Boss-Mode. Das ist einfach, meine Freunde. Wir sind im kleinen Kreis, wir waren wirklich nur vier Leute oder so. Zuerst, wir sind da nach hinten gegangen, um unsere Ruhe zu haben. Ich war mit Tanzverbot, mit Mr. Trashpack und noch ein paar Freunden. Und dann kamen aus der Masse heraus Skurros, Orange Morange und Co. auf uns zu. Der Auslöser war gewesen, ich stand mit allen dreien, ich bin zu allen dreien, nee, die waren ja zu fünft, ich bin zu denen hingegangen und wollte die Situation klären, weil ich keiner bin, der sich mehr unterkriegen lässt. Bester Mann. Eine Breaking News: Der Online-Casino-Streamer Skurrus hat allem Anschein nach den YouTuber Alpha Kevin auf Twitch sperren lassen. Alpha Kevin auf Twitch, echter Alpha Kevin,
hat dort einen Bann erhalten. Ja Leute, ihr habt schon gesehen, ich bin gebannt, weil Skyros mich hat sperren lassen. Und deswegen bitte ich Skyros aufrichtig, dass er mich irgendwie wieder entbannen kann. Mir tut es wirklich an der Stelle wahnsinnig leid, was ich getan habe. Und ich bitte hierbei wirklich um Vergebung. Ich finde es einfach unfassbar sexy, wie mein Shirt farblich perfekt zu Alpha Kevins Gaming-Stuhl passt hier an der Stelle. Krass, muss man weniger... Ach komm, lassen wir das, Alter. Wirklich, das ist ja echt unangenehm, Alter. Also ich wusste ja, dass er da versucht, sich da irgendwie das ist ja wirklich unangenehm. Und demnach bekenne ich mich selbstverständlich auch als schuldig. Und zwar erkenne ich mich als so schuldig, dass ich direkt wieder von der Plattform Twitch entbannt wurde. Aber guck... Warte. Hello, we have received and processed your counter notification and removed one copyright strike from your account. Er hat sogar einen richtigen Strike dann halt auch dafür bekommen, ja? Also es war nicht so, dass er nur einfach einen temporären Bann bekommen hat, sondern auch einen Strike, ja? Das ist ja schon heftig, Alter, ja? Das ist völlig normal, wenn du jemanden strikest, dass du einen Strike kriegst, ja? Wofür ist denn der DMCA-Claim da, wenn du keinen Strike kriegen sollst? Suspended because of the notification of claimed infringement that you are responded to. Your channel has been restored. Okay, cool. We may restore recorded content containing the claimed infringing material. But please note that Twitch may not be able to reinstate certain material or access to it due to factors such as the passage of time or the format in which the material was broadcast or stored. Also auf jeden Fall wurde der Bruder jetzt hier anscheinend wieder entbannt nach seiner Gegendarstellung und das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Welcome back, Alter. Twitch entbannt wurde. Aber kurz zur Chronologie. Was ging eigentlich ab und warum hat mich Skyros während meines Livestreams auf Twitch gesperrt? Warum ich war denn? Jetzt bin ich ja mal gespannt, ne? Tagabend, wie gewohnt, um 20 Uhr am Livestream und wir haben reacted und später reagierte ich auf dieses Video hier. Was soll ich dazu sagen? Anstand und Respekt kennen die Leute halt nicht mehr. Da. Dicker! Ach so! Das ist ein aktueller Ausschnitt, das ist ja der Wahnsinn, ja. Boah. Er hat doch wirklich jeglichen Bezug zur Realität verloren, oder? Ja. Digga, ist das unangenehm. Es ist wirklich, wie kann man so viel Bullshit reden? Ach du Scheiße, Mann. Also erst einmal, der Kontext da ist überhaupt nicht einzusehen von der Aussage. Und zum Zweiten ist die Aussage vollkommen korrekt, ja. Und zum Dritten, sich da, also das ist ja einfach dieses künstliche sich dahinstellen und weiß ich nicht. Nein, nicht mehr. Dabei sprach Skyros viele verschiedene Dinge an. Unter anderem sprach er auch über mich, über das, was ich damals zu ihm gesagt habe und wie meine Entwicklung heute ist. Und genau deswegen habe ich dort auch eingeschaltet, um das zu wissen, was nun seine Meinung auch zu mir ist und zu anderen Situationen. Während meiner Reaction brach ich dann übrigens auch meinen Zuschauerrekord von über 1300 Zuschauern, bis dann der Stream abgebrochen wurde aufgrund einer Sperre. Dass ausgerechnet eine Person, die an einem TikTok-Stand Free and Brutate ruft, mich striken lässt, ist in meinen Augen ziemlich unverständlich. Okay. Stimmt, ja. Der ist dann noch über die Gamescom gelaufen, hat die TikTok-Mitarbeiter am Stand dann noch belästigt. Dass man doch Andrew Tate bitte mal entbannen soll. Ja, ja, genau so ist das gewesen. Also ist man nun fürs Bannen oder gegens Bannen? Verstehe. Ja. Ich habe auch eine Anzeige wegen Belästigung bekommen. Ne? Die haben dann also, die Behörde hat dann auch gesagt, hier Marvin California hat gesagt, es ist Belästigung. Ne? Dann ist das auch eine Belästigung, wenn Marvin das sagt. Ne? Ich nicht. Oder nur wenn einem selber ans Bein gepisst wird, dann ist Bann cool oder was? Ja. Free Andrew Tate! Free Andrew Tate! Doch, wie das ist eine krasse Belästigung. Also ich glaube, die konnten danach auch nicht mehr schlafen. Also boah, was ein heftiger Clip von mir. Also der hätte es schon lebenslang geben müssen. Minimum. Wenn nicht sogar was Schlimmeres. Sicherheitsverwahrung hätte man drüber reden müssen, ja. Was kam es jetzt eigentlich dazu? Erst einmal dachte ich mir schon, dass die Casino-Bubble etwas gegen mich vorhat, da Skyros Casino-Kollege Vanilla Cry mir einen Prime-Sub dagelassen hat, um sich vermutlich meine Views... Vanilla Cry? Der denkt auch, er ist Rapper, oder? Der ist hobbymäßig tatsächlich Rapper, ja. VODs anzuschauen. Wann kommt die neue EP von Vanilla Cry, Alter? Also VODs bedeuten, das sind meine früheren Streams, bei denen ich auch teilweise... Shendrito, danke für den Twitch Prime Sub. 11 Monate am Start. Oh. Meine VODs anzuschauen. Also VODs bedeuten, das sind meine früheren Streams, bei denen ich auch teilweise über Skyros redete. Und nur meine Abonnenten können eben diese Streams anschauen, deswegen habe ich das exklusiv für diese freigeschalten. Und das ist der einzig richtige Weg, mit den VODs umzugehen, ja? VODs nur für Abonnenten und damit passt das. Ja, oder einfach keine,
Naja, gut, komm, lassen wir das. Also ihn darüber aufzuerklären, wäre natürlich auch zu kompliziert, aber man kann natürlich auch seine Stream so gestalten, dass einem nichts passiert, ne? Es wurde dann wahrscheinlich fleißig geschaut, welche Szenen man ganz entspannt sperren und claimen lassen könnte. Da Skurrus ebenfalls bei mir Sub ist, hat er diese Sequenzen scheinbar auch zu sehen bekommen und claimte mich aufgrund einer Urheberrechtsverletzung. Und jetzt kommt aber das Kranke, ich hatte mich versucht einzulocken und bekam... Skurrus, wer noch nie gehört, wohl besser so... Also das, für alle, die jetzt gar nicht in der Thematik hier drin sind, ja, das ist ein Casino-Streamer, der streamt halt nur Online-Slots und alles drum und dran. Ja, und genau, GTAP habe ich noch nie gespielt. Und Just Chatting habe ich auch nicht. Macht das Ganze so im Tag-Team-Modus mit Orange Morange. Skurrus, der war schon mal gebannt auf Twitch, glaube 3 Jahre am Stück oder sowas sogar. Okay. Ja. Hat früher so GTA RP gemacht, glaube ich. Ja. Oder nur GTA gespielt, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist jetzt alles nur ohne Fachbegriffe oder ohne krasses Expertenwissen von mir zusammengefasst. Und dann hat er halt, wie gesagt, seinen Twitch-Kanal wiederbekommen, der wurde entbannt. Ja. Und hat dann halt dieses Stake-Placement angenommen. Ne? Stake, wisst ihr ja, kennt ihr auch von vielen Rappern, die Online-Casino-Streams zocken. Die machen das aber spät nachts. Die, also ich kenne jetzt keinen Rapper, der 15 Uhr in die Slots reingeht. Ja. Aber das ist bei Orange Morange und Skurrus der Fall. Die machen das nachmittags. Ja, dann sind die Rapper Ehrenmänner. Ja, natürlich. Jetzt verstehe ich. Ja, klar. Also klar, die Rapper sind Ehrenmänner. Das stimmt, das stimmt. Wir sind ehrenlos, ja. Wenn die Kinder nach Hause kommen und ihren Ranzen in die Ecke stellen, genau, die ganzen Hausaufgaben Kinder fertig sind, wird erstmal sich angeschaut, wie da Skurrus und Orange Morange da in die Slots reinballern und ausrasten und voll mitfiebern und alles drum und dran, ja. Und ihr wisst selber, ich bin prinzipiell keiner, der sagt, ey, Slots darf keiner streamen oder sowas, ja. Nee, nur ab einer bestimmten Uhrzeit, dann ist das völlig in Ordnung, ne? Ich bin auch selber kein Engel, ich trinke auch ab und zu mal eine Milch mit Schuss im Red Cup hier im Stream, ja, habe auch lange Zeit im Stream geraucht, also ist jetzt auch nicht so, dass ich hier frei von irgendwelchen Lastern bin oder sowas, ja. Okay, und warum zeigst du dann mit dem Finger auf die Leute? Aber, Bro, dann... Keine Ahnung, ja, dann streamt doch nicht 15 Uhr und versucht da die kleinen Kiddies noch anzufixen. Ja. Also er glaubt wirklich, dass das System hinter Stake so funktioniert, dass man kleine Kids anfixt. Er glaubt also bei einem Krypto-Casino, wofür du mal mindestens eine Wallet brauchst, wofür du dich verifizieren musst. Jeder, der sich zum Beispiel bei Coinbase oder Binance oder wo auch immer mal angemeldet hat, weiß, wie ekelhaft die Verfahren, die Verifizierungsverfahren sind, als auch nochmal bei den Plattformen selber. Da sagt er, also ist die Zielgruppe, die sich mit, das sind dann die 12-Jährigen, die mit dem Schulranzen, die wissen dann also, was ein Bitcoin ist, ja? Ich verstehe, alles klar. Und weil die so viel Geld haben, weil sie ja so viel arbeiten gehen, neben der Schule, zahlen diese Leute auch ein. Das ist die, also wirklich, wie kann man wirklich so ein Blödsinn talken? Also ich bin ja gerne dafür offen, dass man das kritisch betrachtet, dass man generell einfach nur, dass man dafür sorgt, dass Leute addicted zu etwas addicted wird zu einer Sache. Ne, sei es jetzt bei FIFA Packs, Casino, sonstiges. Das ist durchaus ein Kritikpunkt, den man äußern kann und der auch berechtigt ist. Aber dieses Gelaber, dieses so Versuchen, was ist das da? Was ist denn das für ein schlechter Versuch da von ihm? Ja, dass die noch mit der Kreditkarte von ihren Eltern irgendwas da aufladen, oder? Ja, komm, also bitte, wer hat das denn gemacht? Ey, das ist so dieses, hört sich halt immer krass an, wenn man sowas droppt, ne? Vor allem mit einer Kreditkarte kannst du auch nicht mal eben so bei Stake auf. Das funktioniert gar nicht. Du brauchst dafür, das ist so ein dummes Gelaber, weil der keine Ahnung hat, ne? Oder sowas. Kam dabei folgende Nachricht. Dein Konto ist aufgrund wiederholter Urheberrechtsverletzungen geschlossen. Das könnte also bedeuten, dass er mich vermutlich nicht nur einmal versucht hat zu sperren, sondern halt mehrfach. Und nun mal... Könnte so sein. Dass er mich vermutlich nicht wiederholt... Könnte so sein, aber es könnte auch sein, dass das einfach nur ein vorgefertigter Text ist. Schwierig jetzt daraus zu schließen, dass er mehrere Sachen gemeldet hat, ja. So, Urheberrechtsverletzung. Das erste Mal, das Einzige, wo er mal schlüssig versucht hat, logisch zu schlussfolgern. Verletzungen geschlossen. Das könnte also bedeuten, dass er mich vermutlich nicht nur einmal versucht hat zu sperren, sondern halt mehrfach. Und nur mal so als kleine Info, bei 3 Claims, also bei 3 Sperrungen, ist mein Kanal für immer weg. Da gibt's auch kein Zurück mehr. Ich erkläre euch gleich, wie das mit den DMCA-Strikes abläuft, weil die Leute haben gar keine Ahnung. Habe ich das Gefühl, dass er versucht hatte, meinen Kanal für immer wegsperren zu lassen, ob... Dieses Alkoholargument ist das Kopf. Ich erkläre das jetzt schon mal. Also, das ist mir halt zu blöd. Also, was ist denn erstmal ein DMCA-Strike? Also, das DMCA-Verfahren, an denen sind erstmal alle amerikanischen Plattformen bindend gebunden. Ja, also bindend gebunden. Ihr wisst, was ich meine. Ja, sie sind verpflichtet, dem nachzukommen. Und dieses Digital Millennium Blablabla Act
Copyright Act. Dieses Verfahren läuft immer in der Regel gleich, ob auf YouTube oder auf Twitch oder sonst wo. Wir reden jetzt mal explizit von Twitch. Wenn du jemanden einen DMCA-Strike drückst, weil du sagst, der hat gegen deine Copyright-Rechte verstoßen, dann musst du das plausibel und glaubwürdig rüberbringen und das war's auch schon. Twitch muss, oder die anderen Plattformen, egal welche Plattform, muss dem nachgehen und Konsequenzen ziehen. Völlig egal, ob erstmal zu Recht oder zu Unrecht, solange die Sache glaubhaft rübergebracht worden ist, weil sie sich sonst juristisch angreifbar machen. Also, man strikt jemanden, der Kanal wird, wenn er live ist, so wie es in Alpha Kevins Fall gewesen ist, wird er auch gesperrt. Das ist aber eine interne Handhabung von Twitch. Das ist, glaube ich, ein 24-Stunden-Bann, maximal 48 Stunden. Und er erhält einen Strike auf seinem Kanal. Du kannst ihn aber nicht 2-, 3-, 4-mal striken, weil Twitch den Kanal erstmal wie quasi strikt und er ist damit erstmal weg. Du kannst also nicht mehr als eine Urheberrechtsverletzung zu dem Zeitpunkt haben. Und der Content wird dementsprechend oder sollte eigentlich automatisiert gelöscht werden. Dann kann die Gegenseite einen sogenannten Einspruch einlegen. Das kann jeder. Dieses Verfahren ist Standard. Sobald du den Einspruch eingelegt hast, muss Twitch darauf reagieren, sofern er ansatzweise glaubhaft rübergebracht worden ist, und deinen Kanal wieder freigeben und den Strike entfernen. Denn ab dann ist Twitch oder die Plattform selber diesem Vertrag, der halt in den USA Standard ist, ist nachgekommen. Und jetzt läuft es nur noch so ab, dass die Parteien sich selber gegenseitig verklagen müssen. Das heißt, in dem Falle, der Antragsteller, das wäre ich, müsste jetzt Alpha Kevin vor Gericht ziehen. Das wäre das nächste Verfahren. Und mit dem Ergebnis davon könnte ich nochmal neu zu Twitch gehen und sagen, er hat damals das und das gemacht, ich habe das Verfahren gewonnen und dann könnte sich Twitch zum Beispiel entscheiden, ihm einen Strike zu geben. Das bedeutet, es bringt gar nichts, jemanden zu striken, außer, so wie wir das bei Alpha Kevin gemacht haben, um ihm mal kurz einen kleinen Schock zu geben, nachdem er, und jetzt kommt der entscheidende Moment, was ein Marvin California überhaupt nicht halt recherchiert, weil er uninformierten Blödsinn weitertalkt, nämlich was gemacht hat, was sehr ehrenlos ist. Ja, es stimmt, es gibt so ein Gentleman Agreement, sage ich mal, dass man sich untereinander nicht strikt. Ja, aber man geht auch nicht, man geht auch nicht zu den Behörden und zinkt andere Streamer an. In dem Falle hat ein Alpha Kevin auf Twitter geschrieben, ich blende das mal kurz hier ein, hat er geschrieben, huch, mal gucken, was die Behörden dazu sagen, und Tanze wurde auch irgendwas Ähnliches geschrieben mit huch und hast du nicht gesehen. Sowas Widerliches, denn danach haben sich die Behörden bei uns gemeldet. Natürlich sind wir safe, aber dieser Versuch, dieser ekelhafte Versuch, war bei uns so, dass wir gesagt haben, weißt du was, du spielst mit ekelhaften Mitteln, dann machen wir das ab jetzt auch. Uns ist bewusst gewesen, dass Alpha Kevin keinen permanenten Bann kriegt, weil es durch den DMCA-Strike gar nicht möglich ist, dass ein Kanal permanent gesperrt wird. Das wäre nur dann möglich, wenn Alpha Kevin natürlich schon 2 Strikes hatte, aber hat er ja nicht. Das ist ja auch, sage ich mal, mehr oder weniger allgemein bekannt, dass er keine Strikes hat. Über sowas reden in der Regel alle YouTuber darüber, wenn sie sowas hätten. Also völliger Blödsinn. Und wie schon gesagt, nach einem Einspruch ist er ja sowieso wieder da. Das ist uns halt klar, das passiert auch auf YouTube ständig. Jeder YouTuber oder jeder Streamer, der auch YouTube-Kanäle führt, weiß das, weil man hat im Dashboard auch einen Urheberrechtsbereich, bei dem es genauso abläuft. Ja, du kannst da die Leute striken, die deine Sachen gereuploadet haben. Du kannst sogar entscheiden, ob das Video entfernt wird oder nicht, ob er einen Strike kriegen soll oder nicht. Derjenige kann auch einen Einspruch einlegen und dann wird das Video wieder freigeschaltet. Das ist völlig normal. Ist doch komplett pointless. Du machst doch deinen Red Cup nicht zum Hauptthema deines Streams. Ja, aber Bro, wie gesagt, ich will keinem vorschreiben, was er zu streamen hat und was nicht. So, weißt du, ich habe schon sehr, sehr oft gesagt, dass ich Online-Casino-Streams scheiße finde, dass ich es moralisch verwerflich finde. Ja, das kann man ja auch. Das wäre auch in Ordnung. Dass ich es sehr, sehr kacke finden würde, wenn ich sowas streamen würde und einige von euch anfangen würden, ihr Hab und Gut
zu verlieren, weil sie ihr ganzes Geld in Online-Casinos reinschmeißen. Mhm. Aber kann ich verstehen. Das ist halt auch, da gibt es zwei festgefahrene Meinungen. Ja? Manche sagen es nice, manche sagen es scheiße. Ja, aber also natürlich ist es scheiße, wenn das so wirklich so wäre, dass jemand da irgendwie sein ganzes Geld verballert. Und hast du nicht gesehen, dass natürlich was Trauriges und sowas. Allerdings, ich sehe das halt aus folgendem Standpunkt. A, die Menschen sind für sich selbst verantwortlich. Das ist das eine. Und B, ja, selbstverständlich, also die Kohle ist zu krass. Und ich denke, dass er und auch sehr viele andere, die ein Angebot bekommen würden, ab einer bestimmten Summe es wahrscheinlich selber tun würden. Ne? Also wir reden jetzt hier auch nicht von irgendwie 10.000 Euro oder sowas nur im Monat. Ich rede schon von dicken, dicken Summen. Ne? Will man da jetzt machen? Im Endeffekt ist das etwas, wo Twitch agieren müsste, wo Twitch sagen müsste, okay, das ist wirklich kein Mehrwert für uns als Plattform und deswegen möchten wir die Kategorie Slots von unserer Plattform verbannen. Ja gut, das ist ja Blödsinn. Also mein Cutter kann jetzt auch nochmal hier was einblenden. Da seht ihr, dass zum Beispiel Twitch selber Casino-Werbung schaltet vor den Streams, die auf Twitch laufen, also auch bei ihm und den anderen Leuten, vor allem für österreichische Kunden zum Beispiel, etc., etc. Man darf natürlich hier nicht vergessen, dass Twitch sich natürlich der Casino-Branche selber bedient, um sich die Taschen voll zu machen und tut das zusammen mit den Creatern, die das unterstützen, indem sie auf der Plattform streamen, weil sie nämlich jetzt diese Werbung schalten können, weil sie die Reichweite bekommen haben durch die Streamer wie Marvin California und Co., ne? Aber ich sehe nicht, dass das passieren wird. Nee. Wir hatten schon mal eine ähnliche Diskussion wegen Twitch, als es um diese Jacuzzi-Streams ging. So ein Monte wird gebannt, weil er mal irgendeine Praktik nachahmt, ja, vor seiner Kamera für 3 Tage. Also wirklich nur nachahmt. Er hat keine Zeichnung gemacht, hat keine expliziten Bilder gezeigt oder sowas, ja. Girls dürfen sich in irgendwelchen Hot Tubs oder in irgendwelchen aufblasbaren Swimmingpools rekeln, komplett nackt, sich Namen von ihren Top-Supportern in den Ausschnitt schreiben mit Edding oder sowas. Oder. Ja, komplett nackt ist natürlich falsch. Also, sie haben natürlich noch ein bisschen was an, na, aber man könnte es schon fast als ganz nackt bezeichnen. In irgendwelchen Mikrofonen rumlutschen auf ASMR-Style, die halt die Form eines Phallus haben. Das stimmt. Und werden hier nicht gebannt, sondern werden die auf der Startseite angezeigt. Ja? Auf der Startseite weiß ich nicht. Dass sie nicht gebannt werden, liegt halt daran, weil das Regelwerk halt das zulässt von Twitch. Ne? Und haben hier teilweise das Partnerschaftshäkchen. Dafür gibt es auch eine eigene Kategorie mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ja. Eine Dame hat vor kurzem erst live auf Twitch den Koitus vollzogen. Man hat gesehen, dass sie gerade streamt, Fragen beantwortet vom Chat, aber dass hinter ihr halt jemand ist, der sich gerade an ihr abarbeitet. Dies ist resultiert in einem 7-Tage-Bann. Ein bisschen komisch, was teilweise das Maß der Dinge ist, ja. Also, das stimmt. Twitch ist ein Heuchlerverein, das ist korrekt. Twitch hat definitiv einige Sachen vielleicht mal zu überdenken, ja, oder vielleicht mal ein bisschen zu reformieren. Da gehören für mich die Online-Slots dazu, da gehören für mich die Jacuzzi-Girls dazu. Was halt schon irgendwie so Softporn-mäßig ist halt, ja. Ja, also wenn man das auf Slots alleine bezieht, ist das auch schon mal total schlecht. Also entweder du bist für oder du bist gegen Glücksspiel. Na, das ist ja das Hauptproblem. Leute sagen, Skurrus, du machst die Leute süchtig und du addiktest die Leute und hast du nicht gesehen, das ist ein riesengroßes Problem. Glücksspiel ist Glücksspiel, das betrifft dann auch FIFA-Packs, das betrifft dann CSGO-Boxen und so weiter und so fort. Dann muss man Glücksspiel allgemein verbieten, wenn man nicht möchte, dass man andere Leute addiktet. Und gerade bei diesen anderen Spielen, ja, die Konsequenz bei einem Casino ist für diejenigen, die es tun, weitaus schlimmer, weil du alles verlieren kannst im Endeffekt. Während aber das Addikten selbst bei den anderen Sachen viel schlimmer wiegt. Weil beispielsweise bei FIFA-Packs, da ist ein 8-Jähriger, der noch nie was mit einer Sucht zu tun hatte oder frei entscheiden kann, sondern nur noch beeinflusst wird von seinem Lieblingsinfluencer, indem irgendwelche Glücksspielboxen, Loot Boxen da geöffnet werden, um irgendwelche Glücksspielkarten zu ziehen, mit den Idolen der Kinder, ne? Fußball zum Beispiel. Die Leute haben zum ersten Mal ein Hobby gefunden, Fußball, boah, sind Fan von Cristiano Ronaldo, jetzt ist da ein Spiel, man kann Cristiano Ronaldo als virtuelle Karte ziehen und zack, werden die Kinder in die Sucht getrieben, ohne dass die das auch nur im Ansatz irgendwie kontrollieren könnten. Bei jemandem, der volljährig ist, könnte man halt wenigstens meiner Meinung nach sagen, gut, jeder ist am Ende des Tages für sich selbst verantwortlich, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Früher gab es so sexy Sportclips. Eins in den Chat, wer das noch kennt. Sexy Sportclips auf DSF oder wie das hieß.
Ja. Und heute gibt's halt sowas, Alter. Ja. Aber ist das, was Twitch eigentlich mal war oder mal sein sollte? Ich bin der Meinung, nein. Ja. Ist es Glücksspiel und tiefe Ausschnitte? Oder ist es Community, Safe Space, ein Rückzugsort, wo man online mit seiner Online-Community, mit seiner Online-Familie jetzt mal in Anführungsstrichen eine schöne Zeit haben kann? Das ist doch eigentlich, worum es gehen sollte. Wisst ihr, was ich meine? Ja gut, also das Argument macht gar keinen Sinn. Also wenn du sagst, Glücksspiel sollte nicht dahin gehören, weil Glücksspiel einfach ein zu großes Risiko birgt, dann ist die Argumentation kräftig, aber nicht, wenn du sagst, wegen der Unterhaltung und hier und da, also die Leute fühlen sich ja bei mir auch unterhalten und sind alle zufrieden in meinem Chat. Also na, das sollte man schon richtig einordnen. Ne? Ich habe zu beiden Sachen gesagt, dass ich beide Sachen nicht gut finde. Genau, das kann man machen. Ich würde aber jetzt auch nicht kategorisch sagen, der darf das nicht, der darf das nicht, ja. Der darf das nicht und der darf das nicht. Wenn Twitch das erlaubt, dann ach so, meinst du das? Machen es halt Leute. Der moralische Kompass ist von jedem anders ausgerichtet. Nochmal, korrekt. Könnte man unter dem Deckmantel des Sprichwortes Don't hate the player, hate the game verbuchen, ja? Julia selber weiß, wie schlimm. Wie gesagt, da sollte man auch selbstkritisch sein und überlegen, auch wo man streamt. Für die, die es nicht wissen, Twitch gehört Amazon. Ich will jetzt hier nicht die ganze Skandalliste über Amazon aufmachen, weil dann wäre ich bis morgen noch dran. Es ist eins der widerlichsten Unternehmen, die es, glaube ich, in der Geschichte jemals gegeben hat und immer noch gibt. Sei es von Arbeiterausnutzung bis zum geht nicht mehr, ne? Sei es die ganze Glücksspielthematik, während sie irgendwelche Heuchler-Statements abgeben, während sie sich halt an der Glücksspielbranche enorm bedienen, zwischen 300 und 600 Millionen im Jahr mit Twitch damit umsetzen, durch die Creator, die das ebenfalls mit unterstützen. Ne? Und das Ganze ist, und das nur, weil ich kritisch gegenüber ihm stehe und vor allem seiner Casino-Aktivität. Nee, das ist falsch, deswegen habe ich ihn nicht gestrikt. Auf Instagram schrieb dann Skurrus höchstpersönlich. Ich erkläre das gleich, warum ich ihn gestrikt habe. Achso, habe ich ja schon. Also, dann machen wir es anders. Ist falsch. Ich habe natürlich schon erklärt, warum ich ihn gestrikt habe. Er seinen Hatern dankt, dass er doch so viel Aufmerksamkeit von ihnen bekommt. Und zum Schluss seines Textes auf Instagram schrieb er noch Folgendes. Meine Stories wurden 7-mal so oft aufgerufen wie gewöhnlich. Ich wollte aber nochmal betonen, wie dankbar ich bin, dass ihr alle freiwillig mitgeholfen habt. Ohne euch hätte ich nicht das aushandeln können, was ich habe. Ein bisschen stimmt das. Also es stimmt schon. Aber es ist halt mehr Troll gewesen als ernst gemeint, ne? Die Hater sind nämlich deutlich größer als meine Stamm-Community. Dicker Kuss ja, an die Hater für das Unterstützen. So ein Müll, ja. So ein Müll. Also erstmal, wer weiß, ob das überhaupt stimmt, ob er da hier 7-fach so viele Story-Views hat und so weiter. Und selbst wenn, ja, schön und gut. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihn das maximal emotional belastet, dass er gerade so viel Hate kriegt, Digga. Denn ich... Hate, also doch keine Kritik. Verstehe, danke dir. Glaube nicht, dass ihn das kalt lässt. Mich nerven nur die Lügen, Marvin. Mich nervt der Mainstream. Die Leute haten einen wegen Aussagen, weil damit die breite Masse ein Problem hat, die auf Twitch sind, weil sie alle sehr linksextrem sind. Meiner Meinung nach, das fing ja auch an mit Skurrus provoziert so krass mit seinen Tweets. Ja, es gibt meiner Meinung nach nur 2 biologische Geschlechter. Das ist meine Meinung. Ja. Und all diese Sachen, wenn mich das unsympathisch macht, dann ist das so. Ich gehe halt nicht mit dem Mainstream einfach am Ende des Tages. Ne? Oder so kalt lässt, wie er hier in der Story tut. Mich stören halt nur die Lügen. Ja, wenn Leute sagen, man ist irgendwie ein Unmensch, wenn man halt diese Meinungen vertritt, wie die ich sie gerade ausgesprochen habe als ein Beispiel. Oder dass ich einfach sehe, dass es zwischen Männern und Frauen keine richtige Freundschaft gibt, weil der Mann irgendwie immer das Interesse hat nach was Sexuellem. Und sobald man einen Mehrwert hat, ist es für mich halt nicht wirklich eine reine Freundschaft, sobald man sich davon was erhofft. So weiß ich nicht. Also dafür, wenn die Leute über mich lügen, finde ich es einfach nur schlecht. Wenn die Leute mich nicht mögen für diese Aussagen, dann ist das so. Das kann ich eh nicht ändern. Gut, ja, so wegen, oh, meine Hater geil, macht mich reich, yo. Ja, so ein Schwachsinn, ja. Naja, Schwachsinn ist es nicht wirklich gewesen, aber die Nachricht ist ja offensichtlich Troll trotz dessen. Ich glaube, der heult sich nachts in Schlaf, Junge. Ach du Scheiße. Ja, Marvin, ja, du hast recht. Ganz armes Würstchen, dieser Skurrus. Der kann gar nicht glücklich sein. Ist ja ein Casino-Streamer, das ist ja auch kein Mensch mehr. Ne? Also, er bedankt sich bei seinen Hatern, aber bei sachlicher Kritik, die möchte er lieber gesperrt haben? Ach Gott, Alter, es geht doch nicht um die Kritik, Alter. Und warum überhaupt? Du hast einen ekelhaften Move gemacht, das will ich nochmal betonen. Und wer mit dem Brot anderer spielt, Alter, ganz ehrlich, da musst du damit rechnen, dass auch ein Echo zurückkommt. Das ist alles. Das erklärt er im nächsten... Stimmt eigentlich, ja. Also wenn er doch so geil auf diesen Support von Hatern ist, ja, dann müsste er doch auch geil auf Alpha Kevins Content sein, die ihm noch mehr Hater bringen. Ja, das ist doch eine
eine Fließband-Produktionsmaschine für neue Hater hier, so ein Alpha-Kevin-Video gegen Skuros, Alter. Ja, aber du hast ja nicht mehr verstanden, warum ich ihn gestrikt habe. Warum wird denn das dann gesperrt und gebannt und noch und nöcher, ja? Mhm. Jetzt weißt du es vielleicht, wenn du dir die Direction dazu angucken würdest. Warum regt er sich denn dann über diesen Content auf? Das ist alles... Der Content ist mir doch schwanzig, der hat keine Ahnung, der Junge, ne? Vor allem, wo ist denn da die Logik? Monatelang wurde das gemacht. Monate, also es wird über Wochen getan. Über Wochen und Monate gibt es Kritikvideos über uns. Niemand wurde gestrikt. Erst nach diesem Tweet von Alpha Kevin und Tanzverbot. Und dann soll ich ein Problem damit haben. Wieso ist überhaupt dieses Video da? Wieso ist denn so, wieso strike ich da nicht noch die anderen Sachen, wo die Sachen über mich zeigen und hast du nicht gesehen? Die Leute denken nicht mal darüber nach, warum es die ganze Zeit funktionierte oder bei niemand anderes diese Probleme bekommen hat, außer Alpha Kevin. Das ist so ein Witz, ganz ehrlich, ja. Ja, also ich verfolge das ja ein bisschen hier mit Skuros, Orange Morange, Tanzverbot, Alpha Kevin. Scheinbar nicht gut genug. Das ist schon echt cringe, Digga. Ja, also Skuros und Orange Morange null souverän. Wirklich ganz schlimm und auch... Ja, wenn man natürlich auf dieser Faktenlage was bewertet, dann ja gut, null, ganz ehrlich. Null wortgewandt, null schlagfertig, okay. Null selbstsicher auch. Man merkt halt auch, dass die sich in die Enge getrieben fühlen, ne? Bruder, ich stelle mich gegen das ganze Internet und du sagst was von nicht selbstsicher. Ich sag den Leuten, es gibt eine Impressumspflicht, ihr habt alle keine Ahnung und du sagst, ich sei nicht selbstsicher. Dann kommt ein fetter Artikel raus, der mir komplett recht gibt, so wie alle Anwälte und dann willst du mir was sagen, ich bin nicht selbstsicher. Bitte, ihr quatscht davon, dass irgendwas illegal ist. Wir setzen uns dahin und sagen, Digga, gar nichts ist illegal, ihr macht euch zum Affen. Und siehe da, es ist alles in Ordnung. Ey, wirklich. Du null informiert, es ist wirklich unangenehm, Marvin. Ich hoffe, ehrlich, du, guck mal, das ist halt das Ding, guck mal, ich kenne den Typen gar nicht, er schwimmt halt komplett mit dem Mainstream mit, ja, so ist halt auf Twitch, will er groß werden, man farmt sich so die Sympathiepunkte und so, Digga, aber ich finde das peinlich, da als irgendwie 45-jähriger, 50-jähriger Mann sich da hinzusetzen und irgendeinem Mainstream hinterher zu laufen, statt sich die eigene Meinung zu bilden, Mann, das ist doch ein gemachter Mann, sollte man doch meinen. Die kriegen sehr, sehr viel Geld für diese ganze Sache. Aber peilen, glaube ich, auch langsam, dass es so semi-legal ist nur. Ne? Ach Gott, wer hat dir das denn gesagt, Marvin? Bitte guck doch weniger Alpha-Kevin-Videos. Informier dich mal mehr. Wir haben zum Beispiel den Säumecke, der dieses uninformierte Drecksvideo rausgehauen hat, darüber informiert. Und weißt du, den haben wir nicht mal abgemahnt. Wir waren freundlich, haben ihm ein freundliches Schreiben geschickt. Ich zeig mal ganz kurz, beziehungsweise mein Cutter zeigt mir hier ganz kurz noch das Schreiben, was wir dem Solmecke geschrieben haben. Da sieht man einfach mal, wie der Solmecke keine Ahnung hat, wenn ein Experte sich mit der Sache beschäftigt und was das für Auswirkungen hat, weil es auch da drinnen steht, wenn nämlich eben jemand wie ein Solmecke so ein Video verbreitet und dann halt solche Leute wie du uninformiert weiter solche Sachen bespricht, weil ihr euch nicht die Gegenseite dazu anhört. Mein Anwalt hat in Solmecke kurz mal komplett wie so ein Lehrer seinem Schüler eine Sache erklärt. Instagram-Post. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Erstens, ich werde 3 Monate lang von Tanzverbot und Alpha Kevin beleidigt. Korrekt. Das ist schon die erste Lüge, denn weder in meinen Streams noch in meinen Videos beleidige ich Skuros. Oh Gott, ey, das ist wirklich Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Vor allem Tanzverbot, der uns wirklich... Also, Tanzverbot hat ja jeden Stream uns im Titel gepackt und uns massiv beleidigt. Ne? Von Pisser, Bastard und hast du nicht gesehen. Ne? Dazu meinte er doch... Bevor wir überhaupt irgendwie reagiert haben. Davor, dass er es feiert, gehatet zu werden, damit er noch mehr Geld bekommt. Hey, das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Satire und Sarkasmus kennen die nicht mehr. Man nimmt irgendwie alles, so ähnlich wie bei Andrew Tate, der mal ab und zu ein paar Takes raushaut, auf Satire, Sarkasmus-Ebene, auf humorvolle Art und Weise. Und die Hater kommen dann und nehmen das und sagen, du hast das gesagt und lassen komplett den Kontext dazu weg. Ich meine, das hat doch jeder erkannt. Jeder mit 2 Gehirnzellen erkennt es. Und daher sollte doch ohnehin alles entspannt sein. Ja, was hast du denn dagegen, hier von Alpha Kevin beleidigt zu werden? Nur weil er aus dem Osten kommt, oder was? Mein Freund, sag ein Wort gegen den Osten und der ganze Osten steht auf, Junge. Zweitens, auf der Gamescom werden... So, das ist ja auch Troll gerade von ihm, so, wisst ihr? Also das erkennt doch jeder Mensch. Hatten wir angegriffen und beleidigt. Da das Ganze hier eigentlich eine Klarstellung ist, weshalb er mich hat sperren lassen, ja, verstehe ich den Punkt nicht. Denn auf der Gamescom... Weil ihr gelogen, weil ihr auch da, weil das mit einfließt, neben eurer Aktion,
dass ihr uns bei den Behörden anzeigen wolltet und oder dazu aufgerufen habt indirekt. Denn du hast ja auch gelogen, was die Gamescom-Thematik betrifft. Wir lassen mal kurz hier einen Clip einspielen, was du auf Twitter geschrieben hast und wie die Realität dann aussah. Schlägerei. Scheinbar ausgegangen von den Casino-Leuten. Auch Mädchen-Frauen wurden geschlagen. Nicht von Tanzverbotsseite. Nicht von Tanzverbotsseite. Habe ich weder körperliche Gewalt angewandt, noch habe ich irgendwas gesagt, noch habe ich beleidigt oder sonst irgendwas. Ich war komplett im Hintergrund zu sehen. Drittens. Ja, genau. Und wie gesagt, wie schon im Clip gerade gesehen, hast du fett gelogen. Die fordern einen Twitch-Bann für uns. Ja, aber davor fordere ich persönlich erstmal einen Bann für deine Grammatik. Worauf wir aber hierbei... Krass! Hab mich verschrieben, ich habe zweimal das Wort einen verwendet. Oh mein Gott! Was eine Zerstörung! Alter, Halle Julia, krass! Wahrscheinlich hinaus will, ist mein letztes Video zu G-Tasty, bei dem ich eigentlich gut aufzeigen konnte, weshalb ich im... Das ist der dritte, den ich nicht kannte, ne? Ja, ne? Das ist doch der hier, oder? Ich habe hier gesagt, hiermit erteile ich dreimal Texas-Verbot. Und dann wurde ich auch gefragt, wer ist der in der Mitte? Ich hab dann auch nur gesagt, keine Ahnung, aber der kriegt einfach auch Texas-Verbot, weil er mit auf dem Foto ist. Okay, ich dachte, krass. Das wäre irgendein Random, Digga, aber der streamt anscheinend auch Casino. Also, dass er nicht mal, das ist halt unfassbar, oder? Er weiß nicht mal, dass Tasty auch Casino gestreamt hat. Aber sitzt dann da und urteilt so als der Moralkönig, der voll den Durchblick hat und komplett wüsste, warum jemand gestrikt wird, warum dies und das und jenes geschieht. Bitte, vor allem was für Text, das kann wahrscheinlich irgendein Insider oder so. Dass man ihn nicht auf Twitch noch belohnen sollte. Also im Gegensatz zu gewissen anderen Personen begründe ich wenigstens meine Forderungen, während du vermutlich missbräuchlich meinen Kanal hast wegsperren lassen. Viertens, die schalten Behörden und Polizei ein, um uns zu schaden, weil wir Gesetze gebrochen haben sollen. Auch eine... Korrekt. Also Alpha Kevin hat ein Video gemacht, das anscheinend Skuros und Orange Morange über VPN streamen, wenn sie Stake Online-Slots zocken. Okay, und wo ist das Verbrechen? Denn ja. Es scheint wohl so, wie gesagt, ich sag... Jetzt bin ich immer gespannt. Das ist jetzt absichtlich, es scheint wohl so, ja. Als ob Skuros und Orange Morange ja. auf Madeira leben. Ja, und in was ein Geheimnis, das wusste ja noch niemand, krass, ja. Portugal hat Stake sozusagen keine Lizenz und somit ist das Land Portugal, die Location Portugal, gesperrt für Stake. Also wenn du auf Stake gehst und in Portugal ja. bist, okay. kommt so ein Bild von wegen, in deiner Region ist unser Service leider nicht verfügbar oder sowas, ja? Okay. Und das kam wohl ab und zu mal in den live on stream, ja, auch schön dumm, ja, von Skuros, dass vielleicht mal, weißt du, dann mach doch hier den hier, mach doch hier den Vollbild, mach doch hier das Vollbild rein, Digga, ja. Check, ob das alles passt, aber wenn nicht, ja, Jungs, warte, geh gleich los hier, VPN mache, ich meine, ja, PN, private Nachricht, so, und jetzt geht's rein in die Slots hier, so, weißt du, dann mach doch so, Alter. Warum soll ich das machen, wenn es nicht illegal ist? Der hat's überhaupt nicht verstanden, oder? Oh Gott, Marvin, es ist auch hier nicht illegal. Und ich erkläre dir jetzt mal ganz kurz, ich weiß nämlich, was du meinst. Die Leute haben nämlich so einen Screenshot, so einen Videoausschnitt genommen, wo dann drin stand, ist aus dem Standort Portugal nicht verfügbar, stand da. Die Sache ist, die Leute, also jeder, der zum Beispiel NordVPN nutzt, weiß, wie die Extension funktioniert. Okay? Das Ding ist, ich bin die ganze Zeit, egal in welchem Land ich mich aufhalte, nutze ich erstmal generell ein VPN, wenn ich surfe. Ne? Einfach generell zur Sicherheit. Zweitens, und das ist der Punkt, manche Spiele sind nun mal nicht verfügbar, wenn du einen gewissen VPN ausgewählt hast. Beispielsweise, du wählst den Standort Deutschland aus, dann kannst du gewisse Spiele nicht spielen. Wenn du einen anderen VPN nutzt, dann kannst du diese Spiele spielen. Das Ding ist, es war nicht so, dass mein VPN ausgeschaltet war. Mein VPN ist doch die ganze Zeit am Laufen gewesen, wie in diesem Clip zu sehen gewesen ist, weil ich ja davor geslottet habe. Ich habe nur dann den VPN auf Portugal, weil ich mich missklickt habe, gewechselt. Das heißt aber nicht,
dass irgendeiner vergessen hat, was einzustellen, denn ich war ja doch schon die ganze Zeit am Slotten. Ich wollte Kanada oder irgendwas da auswählen, scheißegal. Ja, aber das ist, die Leute versuchen, die Information nur so zu nutzen, wie es gerade in denen ihrer Story zusammenpasst. Es ist wirklich insane. Wie doof kann man sein, ja? Das war halt dann sichtbar, ne? Genau, und ja. Darüber krass. Hat halt Alpha Kevin ein Video gemacht und hat gesagt, dass das anscheinend so ist, dass er irgendwo streamt, wo es nicht erlaubt ist, das zu streamen. Das ist auch so eine Sache. Also nur weil irgendwo eine Lizenz nicht existiert, heißt das noch lange nicht, dass das illegal ist. Die Leute beschäftigen sich null mit den juristischen Sachen. Was glauben die Leute denn, was wir verdienen? Was glauben die Leute denn, was wir erwarten, wenn wir mit sowas beginnen? Hä? Das wäre genauso, wie wenn morgen Montana Black irgendwo Casino anfängt. Glaubt denn, sind die Leute so dumm, dass sie nicht davon ausgehen, dass man das vorher rechtlich prüfen lassen hat? Das ist so unangenehm. Wir wissen doch, wie viele Hater wir haben oder auf uns zugekommen wären. Selbstverständlich wurde das alles vorher geprüft. Genau deswegen waren wir ja so selbstsicher und haben mit einem breiten Grinsen über jede dieser Anschuldigungen gelacht. Ja? Ändert ja nichts daran, dass Leute, die aber versuchen, dir zu schaden, uns trotzdem deswegen unsympathisch sind. Ne? Und daraus macht Skurrus jetzt, oh, der wird die Polizei gegen mich aufhetzen oder sowas, ja? Ist schon alles lustig. Nein, nicht deswegen, sondern wegen einem Tweet. Also ich blende den Tweet gerne nochmal hier ein. Also das ist halt, woher nimmst du diese Annahme? Aber Alpha Kevin macht das sehr souverän, feier ich wirklich. Und ja, genau. Wenn das die Jurybewertung ist von ihm, dann herzlichen Glückwunsch, gute Nacht. Ich freue mich auch, dass er dadurch viele Interaktionen gerade auf seinem Kanal generiert. Warum hat er denn den denn so tief in dem... Das ist ja unangenehm. ...gar nichts eingeleitet haben. Ich machte nur darauf aufmerksam, dass es nicht legal ist, in Portugal Stake zu spielen. Da eben Stake keine Lizenz für Portugal besitzt und auch das EU-Recht hierbei greifen sollte. Das ist halt meines Wissens nach alles rein rechtlich. Stimmt halt nicht, weil er auch auf Twitter... Es ist halt einfach gelogen, wenn er sagt, dass er nur das gesagt hat. ...nicht erlaubt und sorry, dass ich das dann erwähne. Ja, tut mir wirklich leid. Fünftens, sie wünschen uns... Vor allem ist das eine AGB der Webseite. Eine AGB einer Webseite ist nicht das Gesetz. Wenn also du eine Webseite betreibst und du sagst, hey, in unserem Forum darfst du nicht beleidigen, aber dir gehört die Webseite, das Forum und du erlaubst dem User XY zu beleidigen, weil es dein Forum ist, dann ist das dein Forum. Hä? Offenkundig, dass wir alles verlieren. Das ist halt auch wieder eine Lüge. Ich meinte und bin auch weiterhin der Meinung, dass sie ihren Deal und das erworbene Geld aufgrund des Deals verlieren sollten. Das ist das Einzige, was ich dazu gesagt habe. Ja, genau. Ja, also find ich ein bisschen drastisch, ja, zu sagen, oh, alles, was die verdient haben, sollten sie verlieren oder den Deal sollten sie auch verlieren. Nochmal, die können ja gerne weiter streamen. Ja, die können gerne ihren Casino-Stream weiter durchziehen, sollten aber dann auch mit Kritik leben können. Ich bin nicht der Meinung, dass Skurrus und Orange Morange von dieser Plattform verbannt gehören, sondern dass einfach... Wenigstens mal eine gesunde Meinung hier, wo er nicht komplett sich am Bücken ist. ...einfach ein Diskurs stattfinden sollen könnte, ohne dass ein Skurrus zu Alpha Kevin in den Twitch-Stream geht und den verdammt nochmal striken lässt. Genau. Also das ist schon lustig. Also was eine Relativierung von den Gewalttaten, die dann passiert sind, wie auf der Gamescom und Co. Ihr müsst euch mal überlegen, hätte er jetzt die Chance gehabt, sich da hinzustellen und zu sagen, es sollte eigentlich ein Diskurs stattfinden können, ohne dass Skurrus Hate kriegt, man sollte ihn kritisieren und auch ohne, dass er auf der Gamescom angegriffen wird und belästigt wird. Das hätte er richtigerweise sagen müssen. Ne? Und dass er hätte auch sagen müssen, dass man sie kritisiert, aber nicht irgendwelche Dinge erfindet, um ihnen zu schaden, Lügen verbreitet, etc., etc., etc. Das hätte er sagen können. Stattdessen sagt er nur die Sache, die natürlich in den Mainstream passt. Er lässt die ganzen anderen Sachen wie Tanzverbotsausraster komplett weg. Ja. Ne? Also wie ehrenlos kann man denn sein, Alter? Ja, und dann bin ich der Ehrenlose, wo die Leute sagen, huch, mal gucken, was die Behörden dazu sagen. Ja, ja. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz. Zumal Diskurs. Ich habe doch jeden eingeladen zu einem Live-Gespräch. Will Alpha Kevin mit mir ins Live-Gespräch gehen? Nein, natürlich will er das nicht. Und warum? Weil er sich blamieren würde. Das ist doch der einzige Grund. Ich habe die doch alle eingeladen. Ich würde doch alle mit den Leuten reden. Rutkai hat zum Beispiel zuletzt gesagt, der hat sich jetzt zu einem Gespräch bereit erklärt gehabt. Vor wenigen Tagen hat er das mit ihm. Und seine Begründung, wisst ihr, was er gesagt hat? Original, seine Worte waren nach dem Motto, ja, wenn ich aber größer wäre, würde ich auch mit dir die Gespräche wahrscheinlich vermeiden. Ich sage, warum? Er sagt, naja, du könntest dann sympathisch rüberkommen. Ach so. Ach so, stimmt. Also man darf nur noch Videos produzieren, wo jemand unsympathisch rüberkommt, weil das besser für die eigenen Klicks ist und ob man damit jemanden schadet oder nicht, egal. Bevor die Gefahr ist, dass du sympathisch rüberkommst, das können wir nicht zulassen.
Das ist, die sind doch nicht offen für einen Diskurs. Zwischen allen Streamern, die reacten. Der Meinungsbürger Kaiser hat zu mir gesagt, hat mir erst zugesagt, um dann abzusagen mit der Begründung, ja, also die Instanz Stay hat gesagt, man soll dir keine Plattform bieten, aber machen Videos alle über uns. Hä? Also so schlecht Dinge darstellen oder Sachen, die nicht stimmen oder ähnliches, das ist völlig in Ordnung fürs Video. Aber Sachen richtig stellen, das will dann am Ende des Tages keiner. Zumal Stay, wir dürfen nicht vergessen, was Stay gemacht hat. Die Deutsche Krebshilfe hat wegen Stay seiner Aktion auf Facebook damals einen Post verfassen müssen, wo sie gesagt haben, dass es ihnen sehr leid tut, dass die Hilfsorganisation, die auf Twitch tätig gewesen ist, um Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln etc., krebskranke Menschen zu sammeln, kaputt gegangen ist aufgrund der Kritik des Hates von Stay und seiner Community, der auch vor kurzem Andrew Tate Krebs gewünscht hat. Das ist die moralische Instanz, das wollte ich hier nur kurz angemerkt haben. Actions auch machen. Wahnsinn. Dass man sich nicht gegenseitig strikt, Digga. Ja. Bro, was ist denn das, ja? Ja, wer wird denn sonst gestrikt, Marvin? Es wird doch sonst niemand gestrikt von mir. Ich glaube, ihm geht es sowieso gar nicht mehr um Twitch an sich oder um seine Community. Bei den Casino-Streamern ist es ja auch sowieso der Fall, dass die überhaupt nicht so auf Subs angewiesen sind, auf so euren Support. Das sind die großen Streamer auch nicht. Die sind nur alle geldgeil. Genauso wie wir. Mit dem Unterschied, dass wir wenigstens sagen, gut, ich nehme da kein Geld mehr von den Zuschauern an. Na? Die kriegen ja Unmengen an Geld für so einen Online-Casino-Stream Ablauf. Und in den meisten Verträgen ist dann sogar geregelt, dass man sogar prozentual an den Verlusten der eigenen Community mitverdient. Ja, damit habe ich ja nichts zu tun. Damit habe ich nichts zu tun. Das heißt, Plattformen wie Stake, Platin Casino, noch ein Nöcher, werten dir monatlich aus, was deine Community verloren hat. Ja, das ist bei uns aber nicht so. Wie arm deine Community geworden ist durch dich. Und dann kriegst du Prozentzahl X davon ab. Ja, wir haben keine Dings oder sowas. Beziehungsweise, also wo ich auch komplett dahinter stehe. Und das hat natürlich auch den Grund, da sie halt vermutlich sehr viele Menschen in die Sucht getrieben haben. Und dementsprechend würde ich sowas als Karma bezeichnen. Und dann strike ich Alpha Kevin, weil er mal wieder ohne meine Genehmigung auf meine Videos reagiert. Dann heißt es, Skurrus bricht den Ehrenkodex. Korrekt, du brichst eine unbeschriebene Regel von Twitch-Partnern. Wer auf andere reagiert, der lässt es im Normalfall automatisch zu, dass man auch auf ihn reagieren kann. Und da du, Skurrus, schon öfter auf meine Videos reagiert hast, war ich der Meinung, ich kann das auch bei dir tun. Deswegen. Krass, ja. Also er hat auch wirklich nicht nur selbst auch Reactions gemacht in seinen Streams. Die ganze Zeit immer. Das ist halt die Sache, sondern ne? Auch auf Alpha Kevins. Die bauen jetzt ihre ganze Argumentationskette genau darauf auf einen völlig basierten Fact. Ne? Videos reagiert. Was ist denn mit ihm, Alter, ja? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Krass. Deswegen war ich sehr verwundert über diesen Strike. Was für Ehrenkodex, wenn die oben die 5 Punkte durchziehen? Da ist doch gar keine Ehre vorhanden. Okay, also er bezeichnet mich jetzt hierbei als ehrenlos, weil keiner der 5 oben genannten Punkte stimmt und auf mich zutrifft. Skurrus, du hast es wirklich erfasst. Und ich bitte dich, wenn man sieht... Was sind das überhaupt für Namen? Kenne beide nicht. Gott sei Dank habe ich mir diese komische Bubble nichts zu tun. Richtig, Elvia. Aber ich streue sowas immer gerne mal wieder mit ein, ja, um euch zu erschrecken. Und vor allen Dingen auch, um euch zu zeigen, dass es auch abseits der Deutschrap-Szene noch genug Vollidioten gibt. Wie du deine Texte schreibst, dann also wirkt das für mich, als hätte das ein Zweitklässler verfasst. Ich bitte in Zukunft um mehr Seriosität in diesen Texten. Ja, du bist voll das kleine Kind in diesem Video, als auch in all deinen anderen Videos. Und dann redest du was von Seriosität, Alpha Kevin. Bitte mach dich nicht zum Affen. Du bist der schlechteste Meinungsblogger in ganz Deutschland und redest dann irgendeinen Blödsinn. Natürlich machst du auch mal gute Videos, na klar. Aber von allem, du bist immer der schlechteste. Du recherchierst nicht richtig. Das ist wirklich ausreichend. Minus. Das ist sehr schlecht, mangelhaft. Abgesehen dachte ich, dass Skurrus ein rechtlicher Überflieger ist, der die Gesetze auf Twitch besonders gut kennt. So schrieb er auf Herr Newstimes Tweet folgendes. Erstmal sind Rechtsexperten auf internationaler Ebene in Bezug auf Glücksspiel geworden und danach sind sie auch noch Experten im Urheberrecht. Richtig. Da brauchen wir ja gar keine Anwälte mehr. Einfach Herr Newstime, Alpha Kevin oder sonst wen fragen. Ein Eigentor. Also ich will ja nicht zu nahe drehen. Ich wurde mittlerweile entsperrt auf Twitch. Das war doch jedem klar. Die denken wirklich, das ist wirklich insane. Ne? Das ist wirklich insane, wie intelligent die sich halten und zeitgleich uns als dumm darstellen, um sich so überlegen zu zeigen.
Das ist doch keine Verwunderung von unserer Sicht aus. Ihr macht euch mit diesem Verhalten nur zum Affen. Fun Fact: Skurrus empfindet scheinbar diese Aufklärung gegenüber Glücksspiel als Mobbing. Nein, nicht die Aufklärungsarbeit. Das habe ich gar kein Problem mit. Und das wird ja hier auch gerade manipulativ wieder so wiedergegeben, damit sich das. Oh, der hat Problem mit Kritik. Das ist eben nicht so. Niemand hat Problem mit der Kritik. Es stimmt. Ja, die Leute. Es ist wie ein Versuch zu mobben, was die Leute betreiben. Hundertprozentig. Gegen. Ja. Ich rede davon von Beleidigungen, von Morddrohungen etc., die man bekommt. Die Lügen, die sie verbreiten, falsche Tatsachenbehauptungen, die sie in den Raum werfen, um uns zu schaden, das hat auch nichts mehr mit Kritik zu tun oder Aufklärungsarbeit. Lass aber mal die Kirche im Dorf hier. Egal, wie ihr versucht, mich zu mobben. Oh. Ja. Und der Arme, ja? Ich brauche kein Mitleid und schon gar nicht von dir, Marvin. Es geht doch ums Prinzip. Es stimmt doch, es ist doch ein Versuch, mich fertig zu machen. Das ist doch ein Versuch, mich. Was ist denn das sonst, wenn man über jemanden die ganze Zeit Lügen verbreitet? Digga. Ich verstehe nicht, warum. Das ist halt unangenehm, weil man halt uninformiert ist und man glaubt, man wüsste es besser. Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Was auch sehr eklig war, kennt ihr noch diesen Danny, ja, hier aus der Tilo-Bubble, wo ein Mädel gesagt hat, dass er sie zweimal gewaltigt hat? Ja. Da haben Skurrus und Orange Morange, als das rauskam, haben die Tweets verfasst, so verwegen. Ja. Oh, jetzt stellt euch mal vor, einer von uns hätte das gemacht. Da hätten sich gleich alle abgewendet und es werden 1000 Videos gegen uns gemacht, weil wir Casino-Streamer sind. Hundertprozentig. Aber bei dem schweigen alle. Das genau, nicht korrekt. Stimmt, ja. Sofort haben sich alle abgewandt, als das rauskam. Ja. Nee, aber das trotzdem ist gelogen. Muss man stimmt dann sich selber noch in den Vordergrund stellen und sagen: Ey, ja, guck mal, wir Casino-Streamer, wir sind nämlich gar nicht so schlimm, denn wir haben keine. Gewaltigt. Hä? Bist du dumm oder so, Marvin? Oder tust du nur so? Ich sag dir jetzt mal was, Marvin. Guck mal, du kannst deine ganzen Filme da machen, aber bei solchen Themen halt echt deine Fresse. Ich sag dir, wie das ist. Halt echt deine Fresse. Die ganzen Leute auf Twitch tun auf Moralapostel, sitzen da, zeigen mit dem Finger auf Casino-Streamer, alles schön und gut. Und dann geht es jemanden aus den ihren Kreisen, aus der Family-Friendly-Bubble und plötzlich halten sie die Fresse. Bei Casino-Thematiken, bei Leon Mascher, ApoRed, können alle Bücher aufmachen, 15 Videos uploaden an einem Tag. Aber wenn es dann um jemanden aus ihrer Bubble geht, halten sie erstmal die Fresse. Da wurde gesagt, ja, also das ist so ein wichtiges Thema, ich weiß gar nicht, wie meine Meinung dazu ist. Wie ist meine Meinung zur Vergewaltigung? Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Was gibt's denn darüber nachzudenken? Bei der Casino-Thematik konnten sie alle in ihre Scheiß-Tastatur hauen und ihre Scheiß-Statements abgeben. Aber da haben sie die Fresse gehalten. Stundenlang. Und dann habe ich meinen Tweet dazu gemacht, dass sie endlich mal die Fresse aufmachen sollen. Und selbst dann haben sie nicht mal wirklich die Fresse aufgemacht. Zuschauer haben die Fresse aufgemacht und die Leute dazu geforst, dass sie endlich mal Statements abgeben. Wirklich, Alter, was eine ekelhafte Scheiße da von sich abgeht, Alter. Die Leute werden nämlich nur noch Sympathie unsympathisch. Ah, der ist das. Also guck mal, ich rede jetzt nicht von Leuten, die der zum Beispiel Papa Platte. Verstehe ich, warum mein Papa Platte Zeit braucht, um mein Statement abzugeben. Er war sein, ich sag jetzt mal, augenscheinlich bester Freund und hast du nicht gesehen. Aber alle anderen drumherum, die die Fresse aufgemacht haben bei Casino, die den Typen nicht so nahe standen, die aber wussten, weil sie mit Papa Platte sind. Oh gut, da halte ich mich mal lieber zurück. Wir warten erstmal, bis Papa Platte was sagt. Und dementsprechend ordnen wir unser Statement ein. Was für eine widerliche, ekelhafte Scheiße ist das denn? Bei Vergewaltigung, bitte, halt einfach dein Maul. Ehrlich, Mann. Was für eine widerliche Scheiße. Was denn für eine Opferrolle wurde da versucht aufzuzwingen, so, ja, guck mal, wir sind ja nicht so schlimm. Als ob wir da sitzen und denken, boah, Kevin, guter Plan, wenn wir jetzt sagen, wir sind ja, haben ja niemanden vergewaltigt, wir sind auf einmal Ehrenmänner. Und dann wird das Internet glauben, wir sind Ehrenmänner. Ja, Mann, Kevin, guter Plan. Hä? Also die Leute sind zwar dumm da draußen, aber für so dumm halte nicht mal ich die Leute. Ich denke, Alter, das kann doch nicht euer fucking Ernst sein, ja? Doch, und ich würde wieder so ganz tweeten. Komische Typen sind das, Digga. Ja, ja, komische Typen. Ich weiß nicht, ob die schon immer so waren. Oder Bruder, diese Leute machen nämlich ihre scheiß Likes auf Kosten der Opfer von Vergewaltigung und Co. Das ist es nämlich, wenn man sagt, wir passen unsere Statements an und gucken, wie öffentlich, wann wir wo was posten können, statt selber seine eigene Meinung zu sagen und sie direkt zu tweeten und zu sagen, ekelhaft, mir scheißegal, ob der mit Papa Platte ist, mit dem ist für mich Schmutzaktion. Das hätten die Statements sein müssen. Stattdessen antworten sie unter einem Tweet bei irgendeinem anderen und sagen, ja, also, ich hab doch drauf reagiert. Ich habe eine Antwort gegeben auf Twitter bei jemandem. Aber bei Casino, so ein Buch als eigenständigen Tweet verfassen, das können die Leute hinkriegen. Komm, Alter, solche Heuchler, widerliche Gestalten für mich. Oder ob das hier frei nach dem Motto Geld frisst Hirn passiert ist, ja. Da hat dieser G-Tasty getweetet, Casino-Stream ist cooler als Vergewaltigung. Boah. Da dann wundern die sich, dass die unbeliebt
beliebt sind. Was heißt, guck mal, das ist halt die Sache, wenn das jetzt schon anfängt, dass eine was sagt und die sagen dann, ihr wart das und hast du nicht gesehen, da fängt das Problem, das Schubladendenken da ja schon an, was ist denn das für Müll? Ne? Also erst einmal muss ich Tasty dafür selber verantwortlich, es ist ja nicht mein Tweet gewesen, sondern der von Tasty. Ne? Und ich bin auch heute mit Tasty gar nicht mehr befreundet, nicht wegen diesen Geschichten oder sowas. Und dennoch muss ich sagen, obwohl privat natürlich so Sachen vorgefallen sind, warum wir nicht mehr miteinander befreundet sind, würde ich geheuchelt hier sitzen, wenn ich sagen würde, ja, der meinte das genau so damals, und hast du nicht gesehen. Ja, hat er auch nicht so gemeint. War trotzdem dumm, der Tweet, ja, okay, schön und gut. Aber das ist, also die Leute tun so, als wären das irgendwelche Facts gewesen wären und so. Ja, es Leute, Jungs, es fällt sehr schwer, euch zu mögen. Es fällt wirklich sehr schwer, euch zu mögen. Und dann wird er auch noch richtig fuchsig, denn in einer weiteren Story erklärt er dann nochmal, dass sein Claim die Gesetzgebung nun mal entspricht und demnach niemand etwas dagegen tun kann. Zweitens, die Plattformen sind am Gesetz gebunden. Selbst ein Mitarbeiter kann gar nichts machen gegen die Konsequenz, dass er in dem Moment gestrikt wird, weil er muss. Die Abteilung könnte höchstens intern ihm den Strike wegmachen. Aber Twitch und alle Plattformen sind verpflichtet, die Urheberrechte zu respektieren und durchzusetzen. Korrekt. So, Skiros, korrekt. Ich erkläre dir mal eben, warum das habe ich schon am Anfang des Videos erklärt, wie das funktioniert. Es wissens nach ganz großer Quatsch ist, was du uns hier gerade erzählen möchtest. Gott. Es ist nämlich tatsächlich erlaubt, ein Originalwerk frei zu nutzen. Hierbei muss man allerdings Folgendes beachten. Eine freie Benutzung liegt vor, wenn das Originalwerk nur als Anregung dient. Also freie Benutzung ist halt... Also es gab, guck mal, es ist also erst einmal das Thema Urheberrecht selber auf Reactions etc. etc. Da gibt es verschiedene Sichtweisen von Juristen. Es ist ein schwieriges Thema. So eindeutig ist es weder in der einen noch in der anderen Richtung aktuell. Ja, und darum ging es mir auch gar nicht. Wieder schön ekelhaft aus dem Englischen übersetzt, ja. Also freie Benutzung ist hier gemeint das Fair-Use-Prinzip, ja. Das heißt, wenn du ein Werk benutzt und dem so viel... Ich habe denen ja auch nur erklärt, wie das DMCA-Verfahren läuft. Und nicht wie die... Neues hinzufügst, dass daraus ein eigenes neues Werk entsteht, dann trifft das Fair-Use-Prinzip zu. Dient und ein selbstständiges Werk entsteht. Die Rechtsprechung spricht davon, dass angesichts der Eigenart des neuen Werkes die entlehnten eigenpersönlichen Züge des geschützten älteren Werkes verblassen. Es sollte also ein möglichst hohes Maß an Individualität in das neue Werk eingebracht werden, damit es den geforderten Abstand zum Original einhält. So, und da ich offensichtlich sehr ausführlich auf dein Video reagiert habe und es demnach ein hohes Maß an Individualität aufweist... Es ist mir doch scheißegal. Wir wollten, dass du auch mal einen kleinen Schock bekommst. Mehr war das doch gar nicht. Darf ich rein rechtlich auch auf dich reagieren? An der Stelle möchte ich aber betonen... Die denken, sie sind unbeliebt wegen Casino, aber es ist zu 90% wegen ihrem eigenen Verhalten. Camillo, hast du absolut recht, Digga. Ja, genau. Ist wegen unserem Verhalten. Was haben wir denn sonst alles gemacht, sag mal? Also da alles, was hier gesagt worden ist, stimmt hier alles nicht und oder ist ohne Kontext. Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn explizit genau gemacht, was mich unsympathisch gemacht hat? Ich streame Casino. Okay, dafür mögen mich die Leute nicht. Völlig in Ordnung. Was habe ich getan? Und jetzt die Antwort darauf sind ja lauter Lügen, was ihr da sagt. Nichts davon stimmt ja so. Das sind keine ekelhaften Menschen, weil sie Casino streamen. Das sind ekelhafte Menschen, die Casino streamen. Ja, genau. Also es ist halt die Sache. Also du kennst mich doch überhaupt nicht. Du weißt doch gar nicht, wer ich bin, was ich mache. Und du weißt doch gar nichts von mir außer Hörensagen. Was heißt denn hier ekelhafte Menschen? Was haben wir denn gemacht? Wie schon gesagt, deine ganzen Informationen basieren auf Unwissenheit. Das ist ganz. Wie würdest du denn reagieren, wenn jemand versucht, dein Brot wegzunehmen? Stell dir mal vor, ich würde dich bei den Behörden anzinken und hast du nicht gesehen. Pfeif dich hier, öffentlich falsche Tatsachenbehauptungen, unterstelle dir, dass du irgendwas getan hast, was du nicht getan hast. Sage dir, du machst kriminelle Sachen, was nicht stimmt. Sage dir, da hätte man doch irgendwann die Schnauze voll von dieser Person dann, oder nicht? Eine Grauzone ist und eher subjektiv bewertet wird. Wir werden einfach nur als ekelhafte Menschen dargestellt, ja? Richtig, so sehe ich das halt eher auch. Demnach muss ich hier nicht zwangsläufig im Recht liegen. Ich hatte dazu noch mit Herrn Anwalt telefoniert und er meinte, dass meine Chancen nicht schlecht stehen würden, da Skurrus zudem eine öffentliche Person ist und in diesem Fall theoretisch eine Art Fair Use und das Zitatrecht zutreffen könnte. Skurrus schrieb dann noch in einer Story, dass ich im Falle, dass ich jetzt wirklich entbannt werde, eher rechtlich gegen mich vorgehen möchte. Alpha Kevin hat Einspruch eingelegt, deswegen müsste dann auch gleich sein Kanal wieder da sein. Das muss Twitch machen bei einem Einspruch. Wer Recht hat oder eben nicht, das müssten dann ein Gericht entscheiden. Und ich denke, ich werde dann jetzt den nächsten Schritt einleiten, über den Anwalt. Damit ist das Thema dann auch vorübergehend zu. So oder so hoffe ich, dass er jetzt gecheckt hat, nicht mehr auf meine Sachen zu reagieren. Genau. Können dann in Ruhe unseren Content wieder machen. Also ich weiß nicht, wie... Können dann in Ruhe unseren Content wieder machen, aber dann verschwinden doch die ganzen Hater jetzt.
Ach Gott, helfen die Hater. Ey, der beißt sich echt auf diesen Troll fest. Ich fasse es nicht, Digga. Gar nicht mehr, wo es Digga stolz ist war der Typ, ihn, also ja, wirklich. Ihm seine Story-Views in das Ach, Siebenfache Gott. Des Normalen hochzuschallern, wodurch er dann viel geilere Deals aushandeln kann. Wirklich, ist wirklich ich verstehe das nicht. Das ist ein Widerspruch in sich, merkt er, ja? Er versteht das nicht, sagt er. Alpha Kevin, du, der Anführer meiner Hater, mach bitte keine Videos mehr gegen mich, denn ich gehe jetzt mit einem Anwalt gegen dich vor. Aber die Hater, super geil, danke, ich küsse euch euer Herz und alles drum und dran, denn nur wegen euch habe ich jetzt einen noch besseren Deal, als ich vorher hatte, ja? Dank dir, dank dieses Videos kann ich mir nie wieder eine Hip-Hop-Reaction von Marvin reinziehen, ja. Was ein Typ, Alter, ja. Wie ihr das seht, aber der Einzige, der einem hier das Brot oder auch das Geld nehmen möchte, ist doch in diesem Fall das Girl. Digga, weil er ein 24-Stunden-Band kriegt, sagt er zu mir, ich will ihm sein Brot wegnehmen wegen dem 24-Stunden-Band, den er gekriegt, während er mich bei den Behörden anzinkt und während diese Leute alle auf Twitter schreiben, Hashtag @twitch.de, bannt sie endlich von Twitch weg. Ja, Perma und sowas. Das haben die Leute gefordert. Bros, indem er mich einfach mundtot machen möchte, beziehungsweise ne? Er möchte mich gesperrt sehen. Denn im Gegensatz zu dir habe ich noch keine Schritte eingeleitet. Oder auch die Behörden in Portugal. Bro, also es gibt ja, vielleicht auch... Vielleicht nicht du nicht, aber in dem Moment, wenn man so einen Tweet macht, also wenn morgen Montana... Ach komm, ich brauche das hier keinem Zuschauer erklären. Jeder versteht, wie ein Influencer funktioniert und was das für Auswirkungen hat, wenn man so einen Tweet macht. Das checkt wirklich jeder. Ich weiß nicht, also es gibt eigentlich nichts... Und jetzt verkauft nichts er gerade die Leute für, das macht gar keinen Sinn. Ekelhafteres und ehrenloseres, was man einem anderen Content-Creator, in dem Sinne einem Kollegen, ja, antun kann. Als ach so, stimmt. Also jemanden, wenn ich jetzt auf Twitter schreibe, bannt endlich Marvin, da irgendwelche Sachen aus dem Kontext als Clips poste, Lügen über dich verbreite, falsche Tatsachenbehauptungen, dir Sachen unterstelle, ja, und den ganzen Schnickschnack drumherum. Dann ist das natürlich nicht so schlimm, wie wenn man jemanden dann mal um den Konter zu geben, das gleiche mit denselben Mitteln spielt in harmlos, ist das der ehrenloseste Move, ja genau. Warum habe ich niemand anderen gestrikt? Warum? Das ist ein Strike zu verpassen, ja. Weil niemand diese ehrenlosen Moves sonst gemacht hat. Ja, ich bin zwar pissed über viele Reactions, das stimmt schon, wegen der Lügen, weil sie es weiterverbreitet haben, aber das ist ja ein ganz anderes Maß, an dem sich Alpha Kevin hier bedient hat und deswegen ist es den anderen nicht so ergangen. Es gibt auch über mich im Internet Videos, die sehr, sehr ekelhaft sind, voller Lügen sind, Falschaussagen, noch und nöcher, von sehr, sehr ekelhaften Menschen. Aber selbst die habe ich stehen lassen. Ja. Weil ich finde, Striken ist einfach gottlos, Alter. Einfach gottlos. Ich würde auch nicht einfach jemanden zu Unrecht striken, Mann, bitte stell das doch nicht so dar. Lass es doch einfach sein, wenn du keine Ahnung hast. Mal eingeschalten, um das Ganze zu prüfen. Ich kann es nur so sagen, wer Glücksspiel unterstützt und es... Ich denke, jeder kann verstehen, dass wenn irgendein Arbeitskollege die ganze Zeit versucht, zu seinem Chef zu gehen, um dich aus der Firma rauszuschmeißen mit Lügen. Ja, der hat geklaut, der hat uns beleidigt, der hat dies, der hat das, der hat jenes gemacht, der hat uns angegriffen, obwohl du derjenige gewesen bist. Digga, ich glaube, jeder, der das hier gerade sieht und hört, kann verstehen, dass wenn er demjenigen das dann irgendwann mal reicht und derjenige dann selber zum Chef geht und sagt, ey, der hat das gemacht, bla bla, und er kriegt da hierfür eine kleine Konsequenz als kleinen Denkzettel. Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, außer einen Marvin, der kann das nicht nachvollziehen. Bewirbt, der sollte in meinen Augen auch zu Recht kritisiert werden und das mache ich auch in Form einer Aufklärungsarbeit. Da das ich hast du nur in einem ersten Video gemacht. Persönlich selbst auch schon glücksspielsüchtig war, dass diese Kritik nun dafür... Guter Punkt, ja. Also Alpha Kevin hat sich nicht hier random irgendwie Skurros als, wie er sagt, Mobbingopfer ausgesucht, sondern Alpha Kevin war selber mal von der Spiel. Das habe ich nicht gesagt, dass er mich als Mobbingopfer rausgesucht habe. Ich habe gesagt, dass mittlerweile die Hetzkampagne, die stattfindet, nichts mehr mit der Kritik zu tun hat, sondern der Versuch vom Mobbing ist, indem man versucht, uns fertig zu machen. Ja. Und das zu leugnen ist doch lächerlich. Ich meine, das hat doch jeder mitgekriegt. Betroffen. Und somit hat er einen emotionalen Bezug zu der ganzen Thematik und will das halt kritisieren. Und ich glaube auch, dass er da auch vielleicht schon von diesem Thema schon wieder abgewichen wäre, wenn Skurros und Orange Morange nicht so cringe auf die Kritik reagiert hätten. Was heißt denn cringe reagiert hätten? Was haben wir denn gemacht? Ich finde, Leben und Leben lassen sollte hier eintreffen. Skurros und Orange Morange können ihre Casino-Streams machen. Aber man sollte auch einfach frei sagen dürfen, ja, konstruktiv natürlich, dass man das scheiße findet. Ja, aber das ist doch nicht konstruktiv, wenn die ganzen Influencer uns da beleidigen. Hä?
Wie darf ich ihn dann, also das ist ja, was ich meine. Um mich jetzt hier da sperren ist ja komplett zu lassen oder mich noch abzumahnen, das ist super traurig und ich bin gespannt, wie die Zukunft noch aussehen wird. Noch verwunderlicher ist aber meines Erachtens nach, dass er sich bei Hatern bedankt, dass sie ihm die Aufmerksamkeit geben, aber sich im gleichen Atemzug über Hate und Kritik beschwert. Also ich weiß nur nicht, ob wirklich ein Rechtsstreit sinnvoll für dich wäre, Skurrose. Denn wenn er mich gegen Urheberrechtsverletzungen abmahnen möchte, dann sollte er sich am besten an die eigene Nase fassen, da er selbst öfter auf meine Videos reagiert. Ja, und würde auch keine Rolle spielen, selbst wenn ich das Verfahren dann gewinnen würde, dann könntest du nämlich ja von dem gleichen Recht Gebrauch machen und dann wäre es nämlich so, dass du es nicht dürftest und ich auch nicht. Ändert nichts daran, dass man trotzdem das Recht hätte, an sich erstmal eine Klage vorzubereiten. Aber wie schon gesagt, habe ich mein Ziel, was die Intention dahinter war, schon längst erklärt. Und es hat ja auch funktioniert und ich habe ja auch einiges privat gehört. Und ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es wäre keine Genugtuung gewesen. Es war schon witzig, ja, auch wenn es nur natürlich ein ganz kleiner heißer Tropfen auf dem heißen Stein war von den ganzen Aktionen, die natürlich ihr gemacht habt und das überhaupt nicht in dem Verhältnis steht. Trotzdem hat uns dieses bisschen zumindest mal gereicht. Hatte und auch auf viele Videos von anderen Personen. Und über die Widersprüchlichkeit in Bezug der Dankbarkeit für die Hater wird er ebenfalls als ziemlich unglaubwürdig der nächste Trottel, der das ernst nimmt. Was soll ich zu dir sagen? Ich bin selbst gar nicht mehr verwundert, dass du solche... Bei all deinem offensichtlich infantilen Gehabe manchmal... Alter... Merkt man gerade, wie froh man mit dir sein kann? Bei allem Rumgekasper merkt man einfach, dass du ein erwachsener Mann bist, der versucht, kindische Scheiße reif aufzuarbeiten. Safe, Bro, aber guck mal, ich bin ja jetzt auch schon mittlerweile abgehärtet. Ja? Ich habe mehrere Jahre Deutschrap-Business hinter die Kulissen blicken mit sehr, sehr komischen Rapper-Keks Kontakt haben hinter mir. Diverse Rückentelefonate, diverse Treffen hinter den Kulissen, alles hinter mir. Ja, ist ja nicht schlimm, solange du dich daran bereichert hast, aber den Moralapostel spielst, nicht wahr? Ja, also mich... Krasser Typ, ist richtig gefährlich. Ich überrasche dir gar nichts mehr. Wahnsinn. Das ist das Leben durchgespielt. Dass du einleitest, dass du Menschen einfach striken möchtest, ohne meines Erachtens nach ersichtlichen Grund. Ich empfinde es nur als sehr komisch, dass du jemanden striken lassen möchtest, mit der Begründung, dass man auf eine Person kritisch reagiert, du es aber im gleichen Atemzug selber schon getan hast. Also wenn du hierbei wirklich sachliche Kritik bannen möchtest... Digga, die Leute verstehen auch gar nicht, wie so ein DMCA-Strike funktioniert. Ich habe das ja eben schon mal erklärt, ne? Der DMCA-Strike, den habe ich abgegeben, bevor der Typ irgendwas in seinem Video gebabbelt hat. Und nicht, weil ich irgendein Problem habe mit dem, was er gesagt hat. Denn der Strike, ich muss ja erstmal den Antrag ausfüllen. Und dann muss den erstmal bei Twitch jemand bearbeiten. Ich habe das gemacht, seitdem ich gesehen habe, dass er überhaupt auf mich reagiert, weil es mir scheißegal gewesen ist, was der Typ zu mir sagt. Selbst wenn er mich in den Himmel gelobt hätte, der Strike wäre trotzdem gekommen. Weil ich ihm am Anfang des Videos, auf das, wo er darauf reagiert hat, den Antrag abgegeben habe. Das Ding ist nur, die Twitch-Mitarbeiter haben halt eine halbe Stunde gebraucht oder so, bis der Antrag bearbeitet wird, was völlig normal ist. Und deswegen wurde er da mittendrin in seiner Reaction gebannt. So, das ist halt, die Leute denken nicht mal danach, wie, das ist so, die denken wirklich, ich habe auf den Knopf gedrückt und bann war er gebannt. So läuft das bei Twitch nicht. Dann bist du bei mir wirklich an der falschen Stelle. Zuckersüßes Video vom zuckersüßen Alpha Kevin auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das Ganze sich hier noch weiterentwickelt. Alpha Kevin ist auf Twitch unterwegs. Beide sind aktuell nicht gebannt. Ja. Das heißt, sagt da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Clash, aber wir bleiben dran. Hey, da ist nichts passiert. Niemand wurde gebannt. Ich habe euch das immer selbstsicher auch gesagt, dass wir da nicht gebannt werden für. Keine Ahnung, alles in allem ziemlich traurig von Marvin. Also wenn da so ein 45-jähriger Mann da im Video in Dings sitzt, macht auf Erwachsenen, aber hat total uninformiert und so. I don't know. Ich meine, wenn er sich besser fühlt am Ende des Tages und die ganzen Leute da sagen, nein, das ist alles so und so, come on. Also entweder man will auch jemanden manchmal etwas nicht glauben, weil es besser zum Feindbild passt, ne? Oder man informiert sich halt, ne? Und die haben sich halt für Ersteres halt entschieden. Ne? Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Bis demnächst.